Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sea of Thieves SOT mit zum Segli und mir. Und dem toten Huhn. Und dem toten Huhn nach wie vor. Und wir sind nach wie vor auf Mission für die für die Schädelsammlung unterwegs. Wie heißen die Dinger hier? Seelenorden unterwegs. Stufe 33 bin ich jetzt mittlerweile geworden. Und Mystikerjäger. Sehr schön. Yes. Und mittlerweile ich ist unser Schiff. Errungenschaften. Ist das Schiff unglaublich kaputt. Aber wir haben auch schon gut Kohle gemacht. Wir sind jetzt bei 86.000. Ich muss allerdings sagen, dass sich das vor bis jetzt am meisten gelohnt hat. Segel ich noch richtig? Ja. Okay, weil das Lenkrad macht, was es will. Ja, das klingt gerade, als wären wir gleich auseinander abbrechen. Das könnte sein. Das Schiff ist ein bisschen demoliert. Oh Gott. Aber wir haben bereits ein anderes Schiff besiegt, auch wenn es nur ein NPC war. Wir haben einen Angriff des Megalodons fast gesehen. Und wir segeln dauernd durch Sturm und haben nur scheiß Wetter. Wir hatten ein einziges Mal schönes Wetter für ganz 4 Sekunden. Bis jetzt. Also die nächste Insel, die jetzt kommt, das ist sie. Das hier vor uns? Ja. Cool, ich sehe so gut wie nichts. I'm sorry, aber da müssen wir hin. Okay, kann sein, dass ich gleich was ramme. Die Insel ist umgeben von diesen Steinen hier. Das sehe ich. Und auf uns wird geschossen. Ja. Aber du kannst da hinten hinter den Felsen fahren, da treffen die nicht. Der schießt über den Felsen und trifft. Ja. Den Felsen war der relativ scheißegal gerade. Wir setzen gleich auf, nur für die Warnung. Alter, heute habe ich es mit dem Parken. Wow. Ist das geil oder ist das geil? Schatz. Leuchtet was. Habe ich schon reingeholt. Oh, des Seefahrers. Da leuchtet auch was. Komme ich da ran? Nö, da komme ich nicht ran. Hippie. Zum Segel bist du schon ins Wasser gesprungen? Nee. Nein. Ah, nee, du schippst gerade Wasser. Ja, was ja. denn? Das Problem ist, wenn es jetzt so dolle regnet, ne? Ja. Müsste ich ja eigentlich auf dem Schiff bleiben. Das hast du gut erkannt. Das schaffst du denn dann den Captain? Ach bitte, was ist das für eine Aussage? Ja, okay, ich mach mir ja nur Sorgen. Was ist denn das für eine Aussage? Können Schweine fliegen? Stellen Politessen Strafzettel aus. Schaff ich die Kapitäne? Nein, ja, vielleicht. Eventuell. Eventuell. So, ihr kleinen Schweinchen. Wo ja, seid ihr? Warte mal, ist das so eine. Was ist das? Ist es aber keine. Ich werde heiß Truhe, ne? Nee, das ist einfach nur so eine etwas teurere Truhe. Okay. Glaube ich zumindest. Behalte es am besten mal im Auge. Die leuchtet so komisch. Ah, höre Skelett. Ah, hier sind die Skelette. Habt ihr Fässer dabei? Bestimmt. Ich bin gleich tot. Oh, Hühn. Ich wollte dir eine Kokosnuss geben, aber du wolltest nicht. Die Banane wolltest nix. Du auch nicht. Wieso haben wir... Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist die Karibik. Wir haben nur Shit-Wetter. Yes. Ich habe das Gefühl, es regnet noch doller als vorher. Wo sind die nächsten Skelette? Hallo. Ich bin's. Hallo? Hallo. Guten Tag. Aber ich Hallo? Bin leider kein Skelett. Ich fühle mich nicht angesprochen. Wo sind die jetzt hin? Hier kam gerade eine Welle Skelett und jetzt sind alle weg. Die haben dich erblickt. Ich glaube auch. Die haben sie eingepieselt. Hä? Jetzt mal ohne Scheiß. Die kamen doch hier. Kamen von da. Hä? Hilfe. Wo seid's? Dieses Wetter kann ja nicht einmal schönes Wetter sein. Einmal.
cool, ich wurde vom Blitz getroffen. Und brenne. Und bin gleich tot, weil ich vom Blitz getroffen wurde. Geil. Hä, aber es regnet doch. Stell dich mal nicht so an. Wo sind diese Blitzskelette? Hallo, Welle 2, irgendwo backt wahrscheinlich ein Skelett rum. Ich hör's doch, oder? Nee. Ja, ich hör was. Au. Und natürlich sind goldene. Yes. Super, einwandfrei. Ja, genau, schieß auf mich. Okay, was war bei goldenen? Golden muss man irgendwie ins Wasser locken. Wobei, es regnet. Es ist übrigens kein Gold, es ist... GG, würde ich sagen. Hä? Ich sehe ihn nicht. Was ist der Penner? Oh cool, ich wurde vom Blitz getroffen, während ich die Skelette bekämpfe. Geil, ich bin tot. Schön. Gut. Nochmal. Goldene Skelette. Geil. Es sind übrigens keine goldenen Skelette, es sind Bronze-Skelette. Was machen die? Ja, genau das Gleiche. Von der Sonne angestrahlt werden, oder was? Genau. Ja, ich kann es nur töten, wenn die Sonne scheint. Ja. Deswegen scheint im Spiel nie die Sonne. Das sind mir die mit der blöden Laterne lieber. Ich habe gerade einen Titel freigeschaltet. Hä, was war das? Ein Blitzeinschlag. So, jetzt habe ich natürlich wieder keine Ahnung, wo die sind. Ach, bitte, nimm doch dieses scheiß Wetter weg. Ja, ich will ja nicht, also ich will ja keine schlechte Stimmung verbreiten, aber die nächste Insel ist nicht weit weg. Die schlechte Stimmung ist, dass die Arschgeige... Ich bin schon wieder tot, weil ich schon wieder über den Blitz getroffen hat. Willst du mich verarschen? Ich hatte noch so viel Leben, das muss ein Blitz gewesen sein. Hast du dein Schwert vielleicht gezogen? Ja. Ja, dann mach mal mit Knarre. Mhm. Vielleicht ach, das ist doch für die der Tonne. Blitz. Ja, aber vielleicht schlägt der Blitz ihn nicht ein, weil du ein Metallschwert hast. Also mir egal, ich hasse dieses scheiß Spiel. Was soll dieses Wetter? Okay, willst du lieber Shotgun-Farmer spielen? Ja. Da kann ich mir jetzt schon verteilen. Ah, das ist doch scheiße. Wieso pisst das die ganze Zeit? Wir hatten noch nicht einmal vernünftiges Wetter in diesem Drecksspiel. Das stimmt jetzt aber auch so nicht. Wann hatten wir mal gutes Wetter? Eben. Für 3 Sekunden. Ja, das stimmt. Vor allem das Geile ist, diese blöden Skelette, das sind irgendwie 10 Stück mit Knarren hier. Und ich kann die trotzdem nicht killen. Tauschen. Am Arsch. Scheiß Viecher. Wenn du lieber 20 Minuten shippen willst, dann können wir das machen. Ja, weil das Geile ist auch, im Regen, im dichten Urwald stehen Bronzeskelette in schwarz, mehr oder weniger, die du nicht siehst. Er denkt niemand sich diesen gesagt, Dreck aus. Ist, niemand hat gesagt, dass das einfach wird, Pipi. Eins mit Sprengfass. Ja, leck mich doch am Arsch. Schade, dass du die Cam aussahst. How? Oh, what the fuck? 10 Dublonen haben wir bekommen. Ich bin halt tot. Ah, ich brauche Nahrungsmittel oder irgendwas. Das ist doch... Hier liegt Kanonenkugel. Danke für nichts. Hier liegt noch mehr Kanonenkugeln. Cool, Kanonenkugeln. Wenn du sie mal brauchst, findest du nicht. Ich habe einen nicht existenten Lebenbalken. Wahrscheinlich trifft eh gleich, bis ich bin tot. Wollen wir wetten? Nimm nicht das Schwert. Hast du nichts zu essen? Ja, aber jetzt geht's wieder. Vor allem das Geile ist, es wird dunkler und dunkler und du siehst eh nichts. Und dann kommen nur schwarz gefärbte Skelette auf dich zugelaufen. Ist das geil. Mit dem Wulfer war ich tot. Aber die wenigsten sind alle Skelette mit mir tot gegangen. Scheiß Spiel. Schwarze Skelette auf schwarzem Hintergrund in Pflanzen bei Gewitter und Sturm. Ich sehe gar nichts. Ja, richtig. Ist das geil. Ich sehe nicht mal auf dem Schiff irgendwas. Ja, nee. Kannst du mir die Augen Captain, zuhalten, sehe ich genauso viel. Die Sonne steht. Sonne kann mich mal. Boah, jetzt ist, das ist echt. Am liebsten würde ich es deinstallieren. Am liebsten würde ich es einfach deinstallieren. Das ist einfach eine Frechheit. Kannst ja viel machen, aber das schon wieder 5 Problemen bekommen. Das ist einfach nur eine Frechheit. Ja, du siehst nichts.
Du siehst ein paar Augen auf dich zukommen, wenn du ganz viel Glück hast. Und wenn du ganz viel Pech hast, hat er ein Pulverfass in der Hand, was auf dich zukommt. Da ist er schon wieder, der Penner. Ich renne schon wieder. Es regnet, ja. Ist der nächste Blitz eingeschlagen. Das Geile ist, wenn du dahin läufst, leuchten nicht mal mehr die Munitionsbeutel. Warum auch? Und nein, man erkennt fast ein Skelett. Oh Gott, Spiel. Das kannst du doch nicht machen. Da ist der blöde Captain. Ja, würde ich mal sagen, schlecht programmiert, ne? Eigentlich dürfte man die nicht sehen. Ja. Das ist für eine Mechanik. Du siehst deine Gegner. Wie bescheuert kann es sein? Oh, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen was sehen. Genau. Super Aktion. Ja, töte mich. Töte mich. Komm, komm, tu's doch. Ich habe kein Leben mehr. Wer ist jetzt tot? Wer ist jetzt tot? Na, wer ist tot? Hier ist Feuerwerk in der Kiste. Super. 10-mal Feuerwerk. Wieder Kanone. Ich bin tot. Leck mich doch Arsch. Also dieses Dreckspiel. Scheißspiel. Also hier ist relativ entspannend. Hat's aufgehört zu regnen? Nein. So, hier, willkommen auf der Fährmann. Kann ich mit Handschlag begrüßen. Hi. Ach, du schon wieder. Ja, komm gleich wieder. Es regnet immer noch. Soll ich dir was von der Tange mitbringen? Ein Eis. Nicht dir, dem Fährmann. Warum kriegt der Fährmann was? Weil ich den öfter sehe wie dich gerade. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab den blöden Captain übrigens schon besiegt. Jetzt lebt nur irgendwie seine scheiß Crew oder irgendwas, was auch immer. Leck mich doch am Arsch. Ich hasse alles und jeden und dich ganz besonders. Ich wusste es. Lasse. Vor allem Ehren. Dafür kriegst du einen ehrenlosen Kopfgeschild, der 300 wert ist. Ist das dein Ernst? Oh. Vor allem jetzt sieht man was und das Shitwetter ist vorbei. Es hat wirklich aufgehört zu regnen, oder? Ja, weil der Kampf vorbei ist. Nice. Das Problem ist, wir fahren wahrscheinlich bei der nächsten Insel dahin, wo der Sturm hingezogen ist. Ja, genau. Warum auch nicht? So, jetzt kommen noch Geisterpiraten. Leck mir am Arsch. Bitte aufladen. Wir werden gleich irgendwas rammen, übrigens, wenn ich hier wegfahre. Das Protokoll. So. Ah, oh mein Gott. Wohin müssen wir? Kannst du dann auch gleich mal gucken, bitte? Ja, natürlich hört ihre Zählregen auf, weil dieser scheiß Skelettskind tot ist. Nach Osten. Südosten. Wir werden, wie gesagt, gleich was rammen. Ja, ja. Das lässt sich aber auch nicht vermeiden, weil wir mitten im Felsen sind. Oh cool, wir rammen aber volle Kanne, aber so richtig volle Kanne. Oh, cool, wir werden uns gleich verkeilen. Ja, aber doch. Wo ist es? Ich glaube, wir kommen hier auch nie wieder weg. Wer ist so hohl? Cool, und vor uns ist halt noch ein, ist halt einer von den nächsten Felsen. Okay, vielleicht noch, ja, wir werden noch ein bisschen, ja, wir rammen nur ein bisschen. Du Bitzel. Cool, ich steck mal fest. Ah, hallo? Ja? Ich glaube, wir haben uns festgebackt. Oh, ja, wir sind ein bisschen aufgesetzt. Dafür haben wir aber erstaunlich wenige Schaden gekriegt. Wie kann ich mich... Ich kann mich doch irgendwie ranziehen, oder? Ja, mit der... Versuch mal mit der rechten Taste, oder... Nee, lustigerweise geht das nicht. Links? Nee, links kann ich nur loslassen. Mit W, A, S, D auch nicht. Du konntest dich doch irgendwie ranziehen mit den Dingern. Jetzt? Nee, doch nö. Nicht. Darf ich mal versuchen? Ja, gerne.
glaube, es ist die rechte, aber der macht das hier nicht. Geil, wir kommen hier jemals wieder raus? Gar nicht mehr. Warte, wir kriegen das Lass mal los. Hin. Geil, wir sitzen hier zwischendrin allem fest. Kannst du jetzt auf die Stelle drehen? Ich drehe halt jetzt nach rechts, was absolut gar keinen Sinn macht, weil ich in den Felsen reindrehe, aber okay. Ja, passt schon. Ich will hier raus. Und ich will nur noch hier weg. Ja, geht ich doch. Will nur noch hier. Mein Schiff sieht aus wie Arsch. Das ist wahr. Aber wir nur werden, ein. Wir werden gleich nochmal was rammen. Nur ein guter Seestern ist ein beschädigter Seestern. Der Todesseestern. Andersrum. So, du musst mir jetzt die Richtung vorgeben und wir rammen nichts. Okay. Das ist nur meiner genialen Segeltechnik zu verdanken. Süden. Süden, ich arbeite dran. Guck, er hat den Stein getroffen. Haha. Das Geile ist, da ist gar keiner an der Kanone, aber. Oh, oh. Der trifft. Nee. So, wer hat Spaß an diesem Let's Play? Hände hoch. Yay! Yeah. Oder ist die Kamera aus? Okay, du kannst jetzt nach Osten. Ja, aber nach Süden. Ja, du musst da ja erstmal raus. Also? Jetzt nach Osten. Nach Osten. In den Osten. Fahren wir ins... Oh, wir fahren in das Gewitter. Ja, natürlich fahren wir das Gewitter. Hallo? Natürlich fahren wir in das Gewitter. Ist ein Außenposten in der Nähe? Oder irgendwas anderes, dass wir eine Festung machen? Oder schlammig tot? Oder irgendwas anderes Lustiges? Ja, da ist noch eine Festung. Nee, wir nehmen jetzt erstmal so Crooked Mast mit. Das ist zu nah. Für die nächste Insel. Die links von uns, ja, oder? Geil, du siehst die Insel nicht mal vor lauter Gewitter. Geil. Aber ja, die ist links. Geil. Nee, da ist nichts. Da ist eine große, fette Wolke. Das ist wirklich nur eine große, fette Wolke. Da ist nichts. Ist die ganz weit links von uns? Nee, oder? Nee, du musst noch ein bisschen nach Osten. Da ist nichts. Das will ich nicht. Ja, vielleicht bist du noch nicht nah genug dran. Hä? Osten. Du fährst immer noch nach, nicht nach Osten. Gleich ja. Ah doch, ist wir sind jetzt bei einem Schrein. Genau, gleich über dem Schrein. Genau, und jetzt geradeaus. Ach doch, dieses Riesending. Geil, wieder so eine Rieseninsel. Ja, natürlich. Da benötigte Reparatur Holz zur Reparatur. Holz. Ich hab 5 Holz, was willst du von mir? Benötigt Holz für die Reparatur, ich hab 5 Holz einstecken. Was willst du von mir? Ja, musst das rausholen. Da stand nur Holz. Merkt man, dass ich so leicht angefressen bin? Ja. Okay. Dann ist ja. Aber weißt du ich hab schon gedacht, das fällt nicht auf. Ich bin das gewohnt. Das so nicht. Ganz ehrlich, das war völlig für die Tonne. Du stehst halt im Nichts, siehst nichts. Wenn dir einer auf die Augen zählt, würdest du mehr sehen wie da. Ja, aber du hast es doch gut hingekriegt. Ich bin 4-mal gestorben, weil ich auch geil ist, dann schießt auf die Viecher, wirst du vom Blitz getroffen. Ja, weil du dein Schwert rausgeholt hast. Scheiß Karma. Aber bin ich voll nett. Okay, wo möchtest du da anlegen? Das ist alles sehr felsig. Mir scheißegal. Wir gehen da drauf, töten den Heini und dann geht's weiter zum Verkauf. Dann will ich auf irgendwas schießen. Wir machen als nächstes einen PvP-Kampf. Ich will auf irgendwas schießen. PvE-Kampf. Also du könntest hier rechts. Könnte man drauf. Müsstest du aber zwischen die Felsen fahren und dann ankern. Scheiß drauf, wir ankern hier. Oh, okay. So, so kommen wir nämlich wenigstens wieder weg. Also ich darf ja eh nicht mehr. Ja, aber es regnet. Ja. Und gleich kommt noch mehr Gewitter dazu.
Warte mal ab. Gleich kommt wieder Blitzschlag und alles. Und dann kämpfe ich wieder gegen dunkle Skelette im Dunkel. Oh, bitte nicht. Die Sonne geht unter, P. Ja, sag ich. Ja, genau. Nacht noch dazu. Warum nicht? Kann man machen. Alles andere wäre auch viel zu einfach. Ah, YouTube. Es ist wunderschön gerade. Blöd, dass ihr das nicht seht. Und Bibi freut sich, wenn ich Schmerzen habe. Nee, wegen dem Sonnenuntergang. Oh. Ist sehr romantisch. Gib mir irgendwas zu töten. Das ist auch romantisch. Ja. Vor allem, jetzt suchst du wieder eine halbe Stunde nach den blöden Skeletten, die irgendwo sind. Dann wieder doch im Nirgendwo sind. Vier Hühn. Hast du ein bisschen Wasser? Es sind natürlich wieder goldene Skelette. Yay! Beziehungsweise Bronze sind sie nur. Geil. Danke für nichts. Ich hasse euch alle. Ja gut, dann kannst du sie ja jetzt töten. Ich glaube, wir waren schon mal auf dieser Insel, ne? Ja. Waren wir tatsächlich schon. Mit Vanni und Julio. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt töten kann oder nicht töten kann. Oder ich die erst mit Wasser beschmeißen muss. Trotzdem nochmal. Aber eigentlich, ja, aber die sind noch langsam tatsächlich. Ja, das Lustige ist, ich hau da dagegen, das stört die absolut nicht. Und die hauen mich freudig, wie sie sind. Würde ich aber ehrlich gesagt auch machen. Das hört sich halt so an, wie wenn das nichts bringt, wenn du auf den Ball hast. Geil, hier ist tonnenweise Essen drin. Gib mir doch. Ja. Jede Kiste voll mit Essen. Das ist zwar ganz toll. Ich glaube, die geht. Hä? Wir sterben aber nicht. Oh doch. Nach 5 Schuss in den Kopf. Hat 1 das Zeitliche gesehen. Die sind aber noch 10. Naja, aber was erwartest du? Die sind ja auch tot, ne? Ich hab gerade Kugeln aufgefüllt. PC ist am Verzweifeln. Ja, das ist ein Dreckspiel. Jetzt frisst du ja auch nur eine Banane. Hör auf damit. Du bist aus Bronze, wie kannst du überhaupt was essen? Und du bist ein Skelett, du hast keinen Magen. Das macht alles gar keinen Sinn. Ja, also eigentlich müsste das aus mir rausfallen, ne? Genau, jetzt ist es auch nur wieder der Blockmeister vor dem Herrn. Keinen Bock mehr. Du spielst das jetzt zu Ende. Die sterben nicht. Du haust auf die drauf und haust auf die drauf und da passiert absolut nichts. Er frisst dann einfach eine Banane und guckt dich blöd an. Vielleicht will der ein Food Battle. Wer kann mehr Bananen essen? Jetzt frisst der wieder eine Banane. Leck mich doch am Arsch. Oh, 3 Stück noch. Ja, mir geht's hier gut auf dem Schiff. 2 noch. Ich hab einen leichten Drehwurm. Wenn jetzt noch so eine Welle kommt, krieg's kotzen. Könnte sie mit Wasser bedingsen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ich kann vielleicht gleich nachkommen. Bei mir regnet's noch. Eins noch. Yay! 5 Stunden später. Oh, ja, okay, bei mir regnet es auch noch. Aber ganz leicht. Meinst du, ich kann auf die Insel? Warte, wenn es nochmal Bronzeskelette sind, sage ich ja. Einfach weil ich keinen Bock mehr habe. Ganz leicht. Ah, nee, es sind die. Ah, Leuchtskelette mit einem Fass. Geil. Mit 2 Fässern. Oh, noch besser. Gegeneinander ausspielen. Renne. Geil ist mal aus Versehen immer die Lampe aus. Das passiert mir auch. Alter, wie viel ist es? Okay, ich bin tot. Ja, ich seh's. Ich hab keine Lust mehr. Das darfst du, ich schipp Wasser. Okay.
lauf schon mal auf die Insel, ich bin gleich an Bord. Ich hab keinen Bock mehr, das ist doch scheiße, so das. Dann hast du die... Dieses Drecksregen. Durchgehen. Wie muss man die töten? Mit der Lampe? Der Lampe anleuchten, dann werden die so gestunt und dann kannst du sie töten. Oder pass aber auf, da sind halt auch Fässer-Heinis dabei und anderes Gedönse. Keiner mag Menschen. Mal gucken, wie oft ich sterbe. Kann ich dann schnell switchen? Ja. Und Käse. Ich guck mal, wie viel Wasser da ins Schiff läuft. Das kommt auch nochmal. Eigentlich. Au. Oh, toll. Zu tot? Das, ich wurde vergiftet. Das ist eine Schlange. Du sollst gegen die Schlangen kämpfen, du sollst gegen die Skelette kämpfen. Ja, warte mal. Eigentlich regnet es gar nicht so sehr, aber ich will die Schätze auch nicht verlieren. Ach, scheiße. Komm, ich mach das schon. Ja, ja. Ich muss sie nur finden. Wir genießen das schöne Wetter der Karibik. Guten Tag. Ich meine, wir nehmen jetzt Offside. Wir nehmen Offside 2 Stunden. Und wir hatten in diese 2 Stunden immer fast 5 Minuten sonniges Wetter. Hier ist alles voller Schlangen. Du sollst gegen die Skelette kämpfen, nicht die Schlangen. Ja, ich muss ja weg von den Schlangen einmal. So, wir gucken mal ins Schifflogbuch. Während wir hier Zeit haben. Meilensteine, Piraten, Meilensteine des Schiffs. The Death Starfish, Meilensteine. Piraten, Meilensteine. 25 haben wir heute schon gemacht. Voller die Waldfee. Seefahrten, 10 Meilensteine. Cool. Ach. Der Botschafter, 0 Meilensteine. Wer ist? Was sind die ganze Zeit als Botschafter? Gold als Botschafter für den Seelenorden verdient. 75.000. 52.000 haben wir schon verdient für den Seelenorden. Cool. Und du kriegst halt mit diesen Meilensteine des Schiffs, kriegst du dann Belohnung. Ja, der das gefürchtet. Ist so gut. An Bord abgefeuerte Munition des Schiffes und lautes Zeug. Also wir müssen auch tatsächlich Zeug abfeuern. Von nun kugeln. Lustig, hier liegt überall Huhn rum. Ich sage es nochmal, du musst gegen Skelette kämpfen. Ja, das ist eine Munitionskiste an der Seite. Da habe ich mir die ganze Zeit Munition geholt. An der linken Seite, links von dir, an der linken Seite dieser Felswand, ist Munitionskiste. Neben den Fässern. So schräg auf dem Boden. Ja, da komme ich jetzt gerade nicht so gut hin, ehrlich gesagt. Das wird schon. Was haben wir noch? Piratenlock. Oh, 53 sind wir in der aktuellen Season auch schon. Ja, da haben wir auch schon Belohnung bekommen. Als nächstes Stufe 54 sind wir... Ne, wir sind sogar Stufe 54. Stufe 55 kriegen wir neue Schuhe. Cool. Müssen uns vielleicht mal umziehen, aber ich benutze ja das LeChuck-Kostüm. Ich muss mich einmal heilen und auf Mission. Ich komme da nicht ran. Hä? Jo, ja, warte, dann tauschen wir. Ja, dann hier. Wie du Schiff, ich mach weiter. Ja, die stehen jetzt vorne und. Mir scheißegal, schieß da mit der blöden Kanone drauf, wenn die da vorne stehen. Du musst eh noch Zeug abfeuern. Die stehen echt alle da vorne. Ja, ich komme da leider nicht mehr hin. Komm her, arschgeil. Für die Muni. Ja, komm her, komm her. Du hast sie noch nicht geblendet. Nee, nicht alle. Ich habe versucht zu überleben. Ich bin auch gleich wieder tot. Alter, wie viel hält diese Arschgeige denn aus? Ich bin tot. Oh, ich habe 2 gekillt. Ich komme. Ich habe 10-mal auf den scheiß Heini eingeprügelt. 10-mal. Minimum. Cornelia, hallöchen. Und Alane. Good fight. Oh. Good fight. Ach, die bekämpfen sich gerade gegenseitig, oder was? So, und jetzt aber diese Schlangen, ey. Die Schlangen sind die Endbosse. Die Schlangen haben damit überhaupt gar nichts zu tun. Die haben mich die ganze Zeit vergiftet.
Weißt du, was das Geilste an der ganzen Mission ist? Wir kriegen jetzt wahrscheinlich... Okay, der Captain ist da. Wir kriegen wieder so einen ehrenlosen Kopfgeldschädel, der irgendwie 300 wert ist am Ende von dieser Tortur. Wir wissen doch, was es ist. So, als nächstes haben wir Krakenfall, Shark Tooth E. Schiffe irgendwas, Gall irgendwas, Festung. Zollerhof, Port of the. Außenposten, Ancient Spire. Geankert, was willst du von mir? Der Regen hat aufgehört. Das ist der Wahnsinn. Es regnet immer. Komm rüber. Ach, das ist. So, jetzt soll er mal kommen. Wo ist er? Hörst du auf, diese blöde Banane zu essen? Nice, danke. Es ist immer ein Hasserfüller, der ein Tausender wert ist. Der Wahnsinn. So. Ah, wie viel Hühnchen hier rumliegt. Ich musste erst kochen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's nämlich so gegessen und dann habe ich die ganze Zeit gekotzt. Und dann bin ich fast gestorben. So, wir fahren jetzt. Aber nicht. Wir fahren jetzt zum Außenposten und geben den Krampf ab. Dann kochen wir. Dann machen wir halt lieber noch eine Festung oder zwei Festungen oder irgendwas und verdienen noch Kohle. So ein Krampf! Kann ich eigentlich das von außen reparieren? Nee. Nee, nur von innen. Haben wir denn noch irgendwas? Irgendwie ein Loch oder so? Nee, wa? Nee, sonst wäre er schon längst runtergegangen. So, du musst mir gleich sagen, wo ich hin muss, wenn ich hier weggesegelt bin. Und dann gehen wir jetzt erstmal Außenposten, den Scheiß ab. Dann machen wir noch eine Festung, würde ich sagen. Oder sowas. In der Richtung. Okay, also da ist eine Festung, der erschöpften Gnade. Und da drunter ist der Außenposten. Also wenn wir nach Süden segeln, dann können wir danach zur Festung. Also erst der Außenposten aber, oder? Ja. Das habe ich mich ja völlig verguckt. Passt das so, wie wir segeln? Nee, du musst schon Süden dann. Das ist Süden. Nö, das ist nicht Süden. Das ist jetzt Süden. Warte. Ja. Jetzt ist es Süden. Ja, okay. Jetzt geht's auch. Wegen den Zentimeter? Ernsthaft? Ja. Zum Segli? Ernsthaft? Ja. Genau so schön geradeaus. Entschuldigung. Ich habe das sehr wohl bemerkt. Die Kugel in meinem Kopf. Kriegst du Schaden? 87 von 110 Meilen. Ist das ein Boot da vorne? Das weiß ich leider nicht. Entschuldigen Sie, bitte. Ja, wenn die Wellen nicht so hoch wären, also, naja, gut, wir segeln jetzt eh wieder in den Sturm rein, ist eh klar, oder? Naja, aber der Außenposten ist schon ziemlich weit weg. Nee, da, direkt links ist aber die Festung von uns. Ist ja, dann ja. Ist so, hä? Hab mich so verguckt. Lass mal kurz hin, bitte. Hab mich so verguckt. Tatsächlich, hab die blöde Festung nicht. Hä? Ja, dann nehmen wir die Festung noch mit, oder? Und dann Außenposten. Okay. Scheiß auf das Gold, wenn wir versenkt werden, Quatsch. Dann passt zu dieser beschissenen Folge. Warte mal ganz kurz, wo muss ich denn hin? Ah, cool, die Richtung passt sogar. Ich muss an der Seite andocken. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht laufen. Sieht man da?
das ist ja nice. Ja, das sieht man. Deswegen musst du ranzoomen. Ah. Pepe, du kleiner Fuchs. Ja, gell? So, wahrscheinlich wartet da jetzt irgendwo aber ein anderer Spieler direkt auf uns. Würde uns direkt wegmachen. Nein, erzähl doch sowas nicht. Ich sehe nichts. Vorteil ist, wenn die gleich erst anfangen zu bimmeln zum Beispiel, dann und auf uns schießen, ist da kein anderer Spieler im Moment. Naja, da ist auch kein Schiff. Das ist doch schon mal gut. Nur es regnet nicht. Allerdings schießen die gar nicht auf uns. Ja, wir kommen ja auch von der anderen Seite. Ja, aber das ist trotzdem ein bisschen komisch. Ah, jetzt. Auch vor uns sind auch nochmal Schätze im Wasser. Cool. Können wir dann durchsegeln. Okay. Was denn? Nö, alles gut. Dann lassen wir hochgehen. 1000 haben wir schon mal bekommen, nur weil wir das Ding betreten haben. Das ist schon mal geil. Hast du Geister? Häng fest. Nico. So, nebenbei ein bisschen Schlüssel suchen. Ein bisschen Essen mitnehmen. Das ist schon mal eine kaputte Kuriosität. Kurios. Bleib stehen. Die nächste Welle. Hinter dir. Au, Arsch. Aber eins drüber. Geh mal hoch. Oh cool, da steht eine Schatzkiste. Die ich gerne eigentlich benutzen wollen würde. Hinter dir ist ein Geist. Oh, ah, zwei sogar. Ja, mit seiner blöden Kanone lässt du das. Hier ist ein Schädel. Ja, ich pack mal ganz oben die Kiste hin. Oh, Doppelläuten, was jetzt? Meinst du es aber ernst, oder was? Kommt da noch ein anderes Schiff drauf? Die ballern. Hier ist der Schlüssel. Wenn du Schlüssel hast, oh, ganz oben. Weißt du ja, oder? Ja, soll ich das aufmachen? Ja. Da liegt schon eine Kiste davor, da kann man den Kleinkram reinstopfen. Ich habe hier gerade Probleme. Aua. Danke. Hey, ihr Leute. Boah, wie viele seid ihr? Da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Die machen unser Schiff kaputt. Ah ja, stimmt. Ich seh's. Geil, hier ist keine Kanone, wo ich mit denen auf... Ach Mann. Arschlöcher. Kannst du aufs Schiff kommen?
Ja, ich komme. Ich brauch dich ganz Ja, wir sind schon. Wir sind schon. Wir sinken, ja, ich weiß. Ja, ist vorbei. Wir sind schon. Alter. Obwohl? Nee, nee, es ist schon weg. Aber die sinken auch. Ja? Ja, ich hab die sehr oft getroffen. Ja, ich will rüberfahren, rüberfahren, rüberfahren. Versuchen abzuhauen, die Schweine. Na, ah, streichen. Wir haben diese blöde Schnittertruhe auch. Jetzt sind die Schätze weg. Scheiße, ist das. Arschgeigen! Das hat noch zum. Irgendwie ist der Wurm drin. Naja, wir haben aber überlebt, ne? Ja. Ich hätte gerne auf die geschossen, es gibt nicht mehr Erfolg. Ich hab lustigerweise, weil ich auf der einzigen Ebene, die keine Kanonen hat. Mega cool. Also, ich habe die mehrfach getroffen. Ja. Aber. Ja, die waren auch relativ tief. Ja, jetzt sind alle unsere Schätze halt da. Die du lustigerweise halt nicht mitnehmen kannst, was schade ist. Aber. Ja, aber warte mal. Warte mal, warte mal. Die kommen doch bestimmt zurück und wollen unsere Schätze hier. Komm mal mit auf die Insel. Bleib du mal auf der Insel. Bleib du mal in der Nähe der Insel. Wenn die kommen, ballern wir die ab. Ja genau, geh du mal Richtung Insel. Ich hole uns unser Schiff. Und dann kriegen wir vielleicht unser Zeug wieder einsammeln, wenn die weiterfahren. Und das Zeug nicht einsammeln. Ich hoffe nur, die Geister machen mich nicht kaputt. Du musst mir nur sagen, wo ich hinsegeln muss. Ja, das weiß ich ja nicht. Wie ist die Festung? Königliches irgendwas. Über dem Außenposten. Über den Außenposten. Vielleicht bin ich auch in der Nähe. Weiter sind wir wahrscheinlich am Arsch der Welt gespawnt. Landerwelt. Ah, nee, ist sogar markiert. Cool. Außenposten, Sanctuary, wo waren wir? Port Merrick, Cannon Cove, Lagoon ja, Whisper. Ja, die kommen. Lustig. Wie ist... Nee, ach, das ist auch noch markiert, das ist am Arsch der Welt. Festung der des verräterischen Schicksals, kann das sein? Nee, ich bin tot. Schade. Zu viele Geister, aber ich habe sie noch einmal getroffen. Das ist alleine doof. Ja, ich hätte schnell auf Schiff gehen müssen. Joa, blöd gelaufen. Wir hätten früher merken müssen, dass die auf uns schief und dass die halt da sind. Die waren ja, gar nicht, die waren ja nicht mal gut. Oder zumindest, dass man wirklich zu zweit auf die Insel zurückgeht. Und der eine sich um die Geister kümmert und der andere die abballert. Weil ja, wenn ich die abballer, dann töten die Geister mich. Oh cool, gibt sogar trotzdem, lade die Schätze einer anderen Crew oder gibt die Schätze einer anderen Crew auf das Board und so weiter. Die Schätze, die jetzt einsammeln, zählen für uns als Erfolg. Sehr hübsch. Wir könnten, aber warte mal. Wo sind wir denn? Liefernotiz lesen. Stephens Boy. Ja, die haben aber den Totenkopf. Also wir können die verfolgen. Ja. Oh, wir werden das Ding. Das ist am Arsch der Welt, oder? Wir sind ewig weit weg, glaube ich. Ja, wir sind. Ja, es geht. Naja. Es geht. Die sind da ja jetzt noch am Dingsen, ne? Wir müssen zum Dings, Lamm ich tot. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, ob die zum Außenposten direkt fahren. Nee, die fahren nicht zum Außenposten. Die müssen zu diesem anderen Ding da. Ach, weiß ich schon. Ist egal. Haben wir eine Festung genommen? Haben wir eine Festung noch? Willst du dein Zeug nicht zurückholen? Nee, bis wir da sind, sind die weg. Wo müssen die denn hin? Zu dem Ding hier. Wie heißt das? Wie heißt der Scheiß? Schnitter. Ja, Schnitter. Ding da. Ja, aber das ist hier ja jetzt nicht. Schnitterposten. Guck mal, die sind. Du stehst neben mir. Guck mal, die sind da. Ja, dann fahren wir. Wir können ja in die Richtung fahren. Ja, komm. Wir machen die fertig, Pepe. Hast du Kanonenkugeln? Ja, ganz viele. Sind auch 40 Stück eingeladen. Und ich habe deren. Oh, ich habe mal ja mein Inventar noch. Und ich habe deren. Pass auf, ich habe noch diese Festmachkugel. Okay. Wo muss ich ihn hin?
Osten. Schlecht. Passt schon. Was ist das? Das ist Süden. Oder du fährst nach Norden, weil die fahren nämlich gerade nach Westen und wir könnten die abfangen. Weißt du, wo die hinwollen? Dreh mal nach Norden und dann fährst nach Osten. Und wenn die uns nochmal kaputt machen, haben wir es aber wenigstens versucht. Ja, idealerweise, einer schießt auf die, einer geht von Bord, springt auf die in ihr Schiff, versucht die so zu töten, wenn das klappt. Also ich habe, wie gesagt, diese Festmachkugel. Ja. Und ich würde erstmal auf die ballern, ja, damit der eine wenigstens beschäftigt ist. Und der andere muss ja fahren. Dann würde ich die Festmachkugel nehmen. Und wenn ich die gemacht habe und getroffen habe, ah, dann müssen wir natürlich nah dran sein, weil, ne, die will ich nicht. Ja, ich fahre doch völlig falsch. Nö, warum? Wir fahren denen jetzt entgegen. Hä? Wir fahren gerade völlig nach Norden. Ja. Aber die Frage ist, wo die hinwollen. Weiß ich nicht. Und wenn ich die Festmachkugel gemacht habe, dann kannst du ja erst rauf. Weil sonst fahren die dir ja weg oder so. So, und jetzt müsstest du nach Osten langsam. So, und YouTube schon mal bis zum nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir es hier vielleicht auch nicht. Auf der Verfolgungsjagd, Raphael.